der hat ja schon mal nichts mit uns zu tun. Okay, bin aufgehalten, aber auf dem Weg. Aber wenn sie kommen, dass die zwei sich eben auch an den Orten platzieren und dann gucken, dass die Reihenfolge funktioniert. Letzte Absprachen vor der ersten Diakonieparade auf dem Kirchentag. Peter Brendle ist Pfarrer und organisiert den Event im Vorfeld. Ziel ist es, die Diakonie und deren Werte mitten im Leben zu präsentieren. Von der Idee einer Parade waren aber zunächst nicht alle begeistert. Wir haben bei unseren Einrichtungen und bei anderen diakonischen Gruppen einfach zunächst mal freundlich gefragt. Dann ist es meistens so, dass die Reaktionen noch nicht so zahlreich sind, und dann haben wir Werbung gemacht, haben die ganze Veranstaltung vorgestellt, und so kam eine Gruppe zur anderen, sodass wir jetzt eben 45 insgesamt sind. Und das kann sich sehen lassen. 1200 Menschen laufen mit durch Stuttgart. Ob der Posaunenchor aus Serbien oder Gehörlose, die die Zuschauer mit in ihre Welt nehmen. Die Bandbreite der Diakonie ist weit, und das sieht man heute. Dennoch, die Parade ist ein ungewöhnlicher Weg, für Soziales in der Öffentlichkeit zu werben. Es geht darum, sich zu zeigen. Es geht auch darum, zu zeigen, dass Diakonie und die Beschäftigung mit diakonischen Themen auch Spaß und Freude macht und bunt ist und jetzt nicht nur immer schwer und traurig. Ganz und gar nicht traurig sind die Elefantis aus Winnenden. Mit ihrer inklusiven Trommelgruppe sorgen sie für Rhythmus auf der Parade. Den Takt gibt Raimund Krischke vor. Für den musikalischen Leiter stand die Teilnahme an der Parade außer Frage. Ja, einfach, dass wir uns ein bisschen präsentieren, dass auch die Leute sehen, dass behinderte Kinder mal Musik machen können und nicht nur die Erwachsenen. Und wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist hervorragend, die Leute gehen mit. Wir haben schon Szenenapplaus gekriegt, alles Mögliche. Also wir sind recht zufrieden. Und wie sieht das der Organisator der Parade, Peter Brendle? Ich bin bisher sehr zufrieden, weil bisher alles so gut geklappt hat, die Aufstellung geklappt hat, die Gruppen tolle Ideen hatten und haben und die jetzt auch zeigen. Und bisher hält das Wetter, es ist zwar sehr heiß, aber das Wetter hält, und darüber freuen wir uns. Ob jung oder alt, behindert oder nicht behindert, die Diakonie präsentiert sich auf dem Kirchentag bunt und mitten im Leben.